Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch an der Goldküste. Allerdings sind wir ja mit der Dunklen Bruderschaft fertig und stürzen uns Wir nun werden auf die schon normalen einträgliche Quests. Anstellungen finden, Kiret. Wir müssen einfach nur weitersuchen. Ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin, endlich ein freundliches Gesicht zu sehen. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht glauben, aber Kiret und ich haben Ärger. Wieder einmal. Wir könnten wirklich eure Hilfe gebrauchen. So schlimm kann es nicht sein. Erzählt mir, was geschehen ist. Ein unfreundlicher Kapitän hat uns abgesetzt, ohne dass wir dem zugestimmt hätten. Er hätte uns nach Hammerfall bringen sollen, damit wir dort Dwemer-Ruinen erkunden können. Wir sind durchaus bekannte Gelehrte, wisst ihr? Auch wenn meine Schwester den Begriff Verliesvagabunden vorzieht. Warum hat er sich nicht an eure Vereinbarung gehalten? Ich bin mir nicht sicher. Die Sprache des Meeres verwirrt mich. Wir müssten nur ein Schiff nach Schildwacht finden. Aber dieser garstige Kapitän hat uns unser letztes Gold abgenommen. Wir würden ja arbeiten, aber niemand will uns anstellen. Vielleicht könntet ihr als unsere Vertreterin in dieser Angelegenheit agieren? Ich werde schauen, ob ich ehrliche Arbeit für euch finden kann. Ah, endlich wendet sich das Blatt zum Guten. Ich schätze, ihr werdet keine Probleme haben, diese ungebildeten Tölpel zu überzeugen, uns umgehend anzustellen. Ehrlich gesagt bin ich überqualifiziert für die meiste hier verfügbare Arbeit. Aber ich werde alles tun, was nötig ist, damit wir nach Schildwacht kommen. Wenn ihr eigentlich nach Hammerfall wolltet, wie seid ihr dann in Anvil gelandet? Hammerfall? Anvil? Warum klingt die Hälfte der Orte in diesem Teil der Welt eigentlich so, als ob sie in eine Schmiede gehörten? Hört zu. Das war ein ehrliches Versehen meinerseits. Der Kapitän behauptete, ein echter Seemann zu sein, und ich habe ihn beim Wort genommen. Dann hat also der Kapitän eures Schiffes euch in den falschen Hafen gesegelt? Ich bin ein Artefaktor. Wenn ihr mich bittet, einen Dwemer-Kraftkern neu zu kalibrieren, frage ich euch, auf welche Spannung. Aber zu entscheiden, wo der Kapitän bei seinen Kursberechnungen einen Fehler gemacht hat, da könnt ihr von mir genauso gut verlangen, eine Harpyie die Flügel abzuschwatzen. Ich könnte ein Schiff für euch anheuern. Wir sind Verliesvagabunden und keine Bettler. Kiret und ich nehmen keine Almosen an, ganz gleich in welcher Form ihr sie uns vorsetzt. Wir werden uns die Weiterreise verdienen. Findet einfach nur jemanden, der gewillt ist, uns einzustellen, und lasst uns ein bisschen ehrlicher Arbeit nachgehen. Habt ihr irgendeinen Einfall, wer daran interessiert sein könnte, euch einzustellen? Mein Empfehlungsschreiben öffnet mir Türen in ganz Morrowind, aber in diesem abgelegenen Weiler? Ich habe mich beim Schmied erkundigt. Aber der wollte Muskeln statt Hirnschmalz. Es gab da auch noch den Fischer, aber mit dem konnten wir uns nicht auf die Bedingungen einigen. Es muss doch jemanden geben, der an euren besonderen Talenten interessiert ist. Würde man doch meinen, nicht wahr? Das Repositorium von Anvil steht in dem Ruf, seine Kundschaft eher nachlässig zu betreuen. Ich habe dort meine Fertigkeiten als Buchhalter angedient, aber die Eignerin wollte nichts von mir wissen. Falls sie es sich anders überlegen würde, gäbe ich eine gute Ergänzung ihrer Belegschaft ab. Ja, und wir können jetzt hier natürlich großartig rumsuchen. Wir können aber auch direkt zu den zwei Zielorten gehen, ja, wo man die beiden tatsächlich einstellen würde. Das machen wir jetzt auch direkt. Und zwar gehen wir einmal hier vorne in die Kneipe rein. Ihr seht es auch hier auf der Karte. Da steht, fragt in der Taverne nach. Jetzt sieht man es leider nicht mehr. Eben waren noch andere Kreise auf der Karte. Ich hoffe, die kommen wieder, wenn ich rausgehe. Oh, Kleiner. Willkommen in der besten Taverne an der Goldküste. Wir wissen, wie man dafür sorgt, dass die Gäste Spaß haben. Darauf könnt ihr euer Schiff verwetten. Braucht ihr hier vielleicht eine Aushilfe? Ich kenne da eine Schankmaid, die sich hier bestens machen würde. Falls ihr über diese Dunkelelfin redet, sie ist eine schrecklich schlechte Bedienung. Seeleute mit gebrochenen Fingern können keine Humpen heben. Und Seeleute ohne Humpen können nichts trinken. Jede Schankmaid, die mit ein wenig freundlicher Aufmerksamkeit nicht zurechtkommt, hat in meinem Laden nichts verloren. Kann ich euch irgendwie davon überzeugen, ihr noch eine Chance zu geben? Ihr müsstet mich für meine entgangenen Einnahmen entschädigen. Wie wäre es damit? Mir sind die Blütenblätter ausgegangen, aus denen ich ein teures Getränk für meine zahlungskräftigeren Gäste mache. Bringt mir eine Blüte der Wirtblume aus den Ruinen von Garlas Malakar.
Dann gebe ich Kiret noch eine Chance. In Ordnung, ich bringe euch eine Blüte einer Wirtblume. Ich bin jetzt nur gerade ein bisschen verwirrt, weil normalerweise, meine ich, hat sie immer gesagt, ich soll zu ihm gehen. Was für eine Katastrophe! Dieser Barde hat einmal einen kleinen Streit mit einer Dunkelelfin und plötzlich kann er heute Abend nicht mehr spielen. Sie hat ihm den Finger überdehnt? Was soll das überhaupt heißen? Entschuldigt, ich fasele vor mich hin. Die Menge wird unruhig, wenn es keine Musik gibt, zu der sie saufen kann. Ich kenne eine begabte Dunkelelfin, die gern für eure Gäste singen würde. Ha, die kleine Dunkelelfin? Ich hätte mir fast einen Ast gelacht, als ich sie jaulen hörte. Es klang, als hätte jemand ein Bantamgoa mit einer Forke gepiesackt. Wenn das in Morrowind als Gesang durchgeht, muss ich da wirklich dringend mal nach dem Rechten sehen. Wenn ihr Gesang derart zum Lachen ist, dann sagt dem Publikum doch einfach, sie wäre eine Possenreißerin. Ein spannender Einfall. Wir hatten schon viele Barden und viele Possenreißer, aber noch nie eine Possenreißerin, die gesungen hätte. Wenigstens wird sie hübsch anzuschauen sein. Wer weiß, den Leuten gefällt die Nummer vielleicht sogar. Schickt Kiret zu mir. Ich zahle gut für ihre Abendunterhaltung. Ausgezeichnet. Ich richte es Kiret aus. Ja, scheinbar habe ich jetzt hier einen kleinen Fehler gemacht. Also ich meine mich zu erinnern, dass man früher mit ihr sprechen sollte und sie dann gesagt hat, so nach dem Motto, ja, wendet euch an ihn. Aber vielleicht habe ich das auch einfach nur falsch im Kopf gehabt. Ich weiß es nicht. Egal, wir gehen jetzt erstmal weiter und suchen für Rainor noch eine Arbeit. Ich bin direkt hinter euch, Partnerin. Das ist schön. Ist aber auch kein weiter Weg. Wir sehen uns gleich bei der Bank. Was? Ja, jetzt sieht man es übrigens. Das wollte ich euch kurz zeigen. Ihr könntet nämlich theoretisch hier an den Docks nachfragen. Oder hier beim Schmied nachfragen, wo er schon von gesprochen hatte. Oder eben hier bei der Bank nachfragen. Und da gehen wir jetzt definitiv mal hin. Im Endeffekt, die Kreise sind die Stationen, wo die nicht gerne hingehen würden. Beziehungsweise wo die teilweise auch schon wohl gewesen sind. Also wie jetzt zum Beispiel beim Schmied, da ist er ja abgelehnt worden. So, wir müssen, glaube ich, höher, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, in diesen Raum rein. Bei Ismirs Bart. Diese elenden Gerüchte werden uns noch umbringen. Wissen diese Piraten denn nicht, dass man sorgsam auf alle Einzelheiten achten muss, wenn eine Bank reibungslos laufen soll? Habt ihr Ärger beim Erstellen eurer Bilanzen? Ich kenne einen Dunkelelfen, der euch helfen kann. Wenn er über diesen Skeva Rainor redet, könnt ihr auf der Stelle kehrt machen und schnurstracks aus meinem Arbeitszimmer marschieren. Dieser dürre Dunkelelf besaß die Dreistigkeit, mir zu erzählen, meine Konten wären nicht ordentlich geführt. Ich habe schon größere Männer für harmlosere Kränkungen ernsthaft verletzt. Ich wäre vorsichtig, was er über meinen Freund Rainor sagt. Eine ehrliche Bank würde einen ehrlichen Angestellten wollen. Ha, ihr habt Met im Blut, so viel ist sicher. Ihr bürgt also für diesen kleinen Schneerücken? Glaubt ihr wirklich, er wird schlau aus diesem schlimmen Durcheinander? Nun gut, was habe ich schon zu verlieren? Der Dunkelelf hat seine Anstellung. Meine Bücher können ja wohl nicht noch schlechter geführt werden. Ich schicke Rainor gleich zu euch. Ja, und so schnell... nee, das Buch leuchtet nicht. Ich dachte gerade schon, so schnell hat man Arbeitsstellen gefunden. Geht in der Realität leider nicht ganz so schnell. Aber schön wäre es doch, wenn man einfach irgendwo hingehen könnte, mal ja entweder ein bisschen drohen könnte oder jemanden überreden könnte und zack hat man die Arbeitsstelle. Das wäre doch mal was Gutes. Ihr habt euch Zeit gelassen. Ich machte mir schon langsam Sorgen. Aber sagt mir, hattet ihr Erfolg? Habt ihr für eine einträgliche Beschäftigung für Kiret und mich gesorgt? Ich habe Arbeit für euch beide gefunden. Ihr könnt sofort anfangen. Sofort? Das kommt jetzt etwas plötzlich. Oh, wohlan. Kiret, hast du das gehört? Wir können genug Gold verdienen, um unsere Reise fortzusetzen. Es brauchte nur jemanden, den dieses verkommene Piratenvolk versteht. Oh, ich wollte nicht andeuten, dass ihr verkommen werdet, meine Freundin. Ich habe mit Funda gesprochen. Sie hat sich bereit erklärt, euch die Bilanzen für ihre Bank erstellen zu lassen. Nicht der aufregendste Einsatz meiner Talente, aber Zahlenspielereien sind in jedem Fall besser als Barren zu schleppen. Danke, dass ihr die Geldwechslerin überzeugt habt, mich anzustellen. Schon ein einziger Eintrag in der falschen Spalte kann den Untergang für ein Bankhaus bedeuten. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr euch an die Arbeit macht.
Na schön. Ich bin jetzt bereit, die Neuigkeiten zu hören. Für welche Arbeit habt ihr mich unterbringen können? Leibwächterin? Spionin des Pakts? Leibköchin eines Würdenträgers auf Besuch? Sagt es mir, sagt es mir, sagt es mir! Ihr könnt in der Taverne singen. Pius hat versprochen, euch gut zu bezahlen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Diese besoffenen Piraten erwartet eine schöne Überraschung. Danke, dass ihr so tolle Bedingungen ausgehandelt habt. Was werde ich bloß singen? Etwas aus den Selbstgesprächen des Tribunals? Vielleicht ein Sujama-Trinklied? Die Auswahl ist so groß. Sie werden euch lieben. Ihr habt für uns mehr getan als jeder andere in dieser elenden Stadt. Rainer und ich werden unsere Arbeit erledigen und unsere Verträge erfüllen. Dann geht es ab nach Hammerfall. Es gilt, Ruinen zu erkunden und Abenteuer zu erleben. Ich kann meine Vorfreude kaum im Zaum halten. Ja, und wir haben einen unidentifizierten Ring bekommen von Sitis Ring. Also, Sitis Ring haben wir bekommen, so. Und ich würde sagen, da das jetzt nicht so lange war, dass wir direkt einmal hier hochreiten und dann hier vorne in die Mine reinreiten, wo ich jetzt genau von der falschen Seite rausgekommen bin. Ja. Jetzt doof, wo ist denn der Eingang? Hier ist der Eingang. Meine ich doch. Weil hier gibt es nämlich auch noch eine Quest, die wir eben machen können. Diese Götterverlassen. Geht, diese Höhle stellt eine Gefahr für all jene dar, die schwachen Willens sind. Oh, die gleiche Stimme wie von Kinazis Rast. Von welcher Art Gefahr sprecht ihr? Die schlimmste Sorte. Eine Vampirfürstin durchstreift diese Höhlen. Salardo hat ihre Anwesenheit in Anvil verraten, als sie zwei Unschuldige gefangen nahm. Ich habe die Katze zu dieser Höhle verfolgt. Wenn sie vom Blut dieser Unschuldigen gekostet hat, dann wird meine Klinge von ihrem kosten. Klingt, als könntet ihr etwas Hilfe gebrauchen. Salardo ist keine einfache Vampirin. Sie ist eine Fürstin mit der Macht, jene von schwachem Willen zu versklaven. Helft mir, wenn ihr wollt. Doch eines solltet ihr wissen. Falls ihr ihrem Zauber erliegt, werdet ihr das gleiche Schicksal erleiden wie sie. Na gut, dann lasst uns mal nach den Entführten Ausschau halten. Ich bin direkt hinter euch. Lasst die Jagd beginnen. So, ich bin direkt hinter euch und schon ist er weg. Okay, also wir sehen auf der Karte, wir müssen hier zwei Leute finden, die müssen wir umbringen. Und hier unten haben wir dann auch nochmal einen Boss, gegen den wir kämpfen können. Ich würde sagen, ich laufe jetzt erstmal hier runter. Guck mal, dass ich den ersten hier schon umbringe. Hallo. Haut doch nicht alle ab, Leute. So, dann gehen wir jetzt erstmal zu dem Boss rüber. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der ist gerade gelegt worden. Ist natürlich doof, da muss man wieder eine ganze Weile warten. Na, ist gerade auf jeden Fall nicht hier. Ah, doch. Und tschüss. Vielen Dank. Wir gehen dann direkt mal eins nach oben. Die denn jetzt wieder alle her? Jetzt habe ich hier Zombies getötet und schon zack. So, hier ist ein Geheimgang. Hier sind normalerweise Gegner. Also wenn ihr hier rumlaufen solltet, wundert euch nicht. Ah, da kommen sie auch gerade wieder. Vielleicht schaffen wir das noch schnell hier durch. So. Los mit euren Untaten, Vampir! Das ist euer Ende! Törichter Jäger! Ich will eure Eier! So,
So, nervt mich. Jeder Schurke ist der Held seiner eigenen Geschichte. Treibt mich am Eingang zu diesen Höhlen. Sobald ihr sicher seid, dass alle Opfer des Vampirs gefunden wurden. Machen wir. So, ich denke mal nicht, dass wir da jetzt nochmal zurück durchlaufen können. Dementsprechend müssen wir die wahrscheinlich jetzt eh kaputt machen. Obwohl, naja, ich muss raus und nach rechts. Theoretisch könnte ich hier dran vorbeilaufen. Ja, doch. So, den einen müssen wir dann noch erledigen. Weil sonst sagt er uns nachher, dass wir noch nicht alle haben. Ach, das war der. Okay. Dann können wir hier eigentlich durchlaufen. Die Frage, ob die jetzt bis hier hinten mitkommen. Man kann natürlich auch mal kurz rauslaufen und wieder rein. Dann hat man die Aggro nicht mehr. Aber ich glaube, die laufen jetzt alle zurück. Sollte eigentlich klappen. Ich gestehe gern ein, dass ich mich in euch getäuscht habe. Euer Wille ist stärker als der jedes Jägers, an dessen Seite ich je gekämpft habe. Hab Dank für eure Hilfe beim Besiegen von Zalardo. Und danke, dass ihr ihre Opfer von ihrem Leid erlöst habt. Soll das heißen, dass Anvil jetzt sicher ist? Vor der Vampirfürstin? Ja, aber wir leben in turbulenten Zeiten. Andere Bedrohungen bringen Anvil und die Goldküste in Gefahr. Manche sind sogar noch viel schlimmer als Zalardo. Bleibt wachsam, Jägerin. Vielleicht treffen wir uns wieder. Und wir haben eine unidentifizierte Ausrüstung von Sitis Berührung erhalten. Da schauen wir mal eben, was wir da bekommen. Eine Halskette. Oh, sehr schön. Und die habe ich hier beim Account noch nicht. Die binden wir direkt mal eben. Ja, ich würde dann sagen, dass ich dann hier erstmal einen kleinen Cut mache. Übrigens, was ich fast vergessen hätte, auf der Karte gesehen, unten links, da war noch so eine Furche, sag ich mal. Da kann man leicht dran vorbeilaufen. Da ist auch noch mal eine drin gewesen, die so aussah wie der Boss. Ich weiß nicht genau, was sie da drin macht. Ich denke mal, das ist ein normaler Gegner, dass das jetzt nichts Wichtiges ist in dem Sinne. Die zählt auch definitiv nicht zur Quest. Aber da könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen, wenn ihr das möchtet, wenn ihr schon mal hier drin seid. Ja, in der nächsten Folge werden wir hoffentlich die Quest finden mit der Hauptstory, weil viele Quests gibt es hier tatsächlich nicht in der Goldküste. Es gibt noch die, zweite Hauptstory neben der Dunklen Bruderschaft, die ich gerne mit euch machen möchte. Und die Nebenquest, die einzige, die mir jetzt so auf Anhieb einfällt, die haben wir jetzt schon gemacht. Und ansonsten gibt es nur noch zwei Quests in den zwei Verliesen hier drin. Und ja, eine haben wir ja schon gemacht und die andere werden wir dann auch im Laufe der Zeit nochmal machen. Ich sag mal einfach, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.